wie fühlt man sich in einer Reihe zu stehen und zu wissen, entweder überlebe ich oder ich sterbe? Und wie ist das Gefühl, wenn man weiß, dass man überlebt? Dann würde ich sagen, dass man muss sich sagen, dass ich werde überleben, ich lebe noch und ich, meine Füße stehen noch auf der Erde, dann lebe ich noch und ich kann das überleben. Und meine Cousine steht mit mir, auch sie war so alt wie ich, und sagt: Paulina, Polly, ich kann nicht mehr meine Füße, ich kann nicht, ich werde nicht gehen. Komm, du wirst gehen. Und sie sagt: Nein, 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 ich kann nicht, ich kann nicht. Und sie ist gefallen und wir sind gegangen und wir haben gesehen, wie der Post hat ihr erschossen. Gleich. Das war, so war es. Und dann sage ich allen, dass man muss sich stärken in sich. Man muss sich halten. Immer bis zum Letzten.